Jetzt ratscht die schon eine halbe Stunde. Soll ich vielleicht die Wäsche aufhängen? Oh, und meine Hosen hängt auch noch da. Wo wir doch zum Opa seinen Geburtstag müssen. Wer weiß, ob der noch mal 80 wird. Oh. Ich komm schon. Lass dir ruhig Zeit. Sag mal, wo bleibst du so lang? Jetzt weiß ich ja, warum du so einen dicken Hintern hast. Ja, warum denn? Ja, damit er beim Ratschen nicht aus dem Fenster fällt. Mit dem Bauch wirst du auch nicht Ehrenvorsitzende von den Weight Watchers. Jetzt sag mal, warum hat denn das so lange gedauert? Ich hab doch erst einmal die Nachbarn aus dem Hof müssen winken. Oh, Frauen und Autofahren. Am besten fahren die mit dem Bügeleisen über meine Hosen. Du immer mit deinem dummen Geschmack. Wenn du noch weiter so meckst, kommen wir noch zu spät zu deiner buckligen Verwandtschaft. Hilfst mir jetzt oder nicht? Naja, wenn du meinst. Sag einmal, kommen denn die angeheuerten Preußen aus deiner Familie auch? Ja, ja, hoffentlich, ne, weil dann gibt's wenigstens was zu lachen, ne? Ach, weißt du noch, wie die das letzte Mal zu ihren Alten gesagt hat? Schatz, wenn du zur Toilette gehst, benutzt bitte die Bürste. Und wie der Schasch gesagt hat, das habe ich auch schon probiert, aber Papier ist halt Papier. Und deine Schwester, sind die immer noch so eingefleischte Vegetarier? Oh ja. Das war ja sau schlimm, ne? Das war ja sau schlimm. Die hat ja die Kinder nicht einmal mitlassen gemacht bei der Schnitzeljagd. Ja, ja. Hoffentlich, ne? Hoffentlich bringen die ihren Saubankert nicht mit, ne? Also das war ja ein Hammer, ne? Wie der an Weihnachten, ne? Den Josef und die Maria aus dem Grimmerle geklaut hat. Und den Brief da reinzulegen. Ja, ja, liebes Christkind, hat er geschrieben, ne? Wenn ich heuer wieder keinen Geldboy bekomme, siehst du deine Eltern nie wieder. Und wie sei? Seit Zwetz Schwesterler unterwegs war, oh, da hat er geschenkt. Naja, kein Computer im Haus, aber für sowas ist Geld auch. Ne? Und dein Cousin ist denn da immer nur Jungsell? Oh ja, ich glaube, der findet keine Frau mehr. An Weihnachten, ne, da habe ich ihn mal gefragt, ob er überhaupt weiß, ne, was eine Frau ist. Da hat er gesagt, das ist ein seltsame Wesen, die beim Tanzen rückwärts laufen. Naja, der Hellst ist der ja auch nicht. Die Jahrverprüfung hat er voll auch nicht bestanden. Nicht? Der Prüfer hat ihn gefragt, wie viele Ferkel wirft eine gesunde Wildsau? Ja, und was hat er gesagt? Meinen Sie jetzt, wie hoch oder wie weit? Du, sag einmal, was ist das für ein Stoff? Baumwolle. Baumwolle, steht doch drin. Kann Baumwolle rosten? Wieso? Ach, da schau her. Mein Golfsocken. Du spielst doch gar kein Golf. Ja, aber das sind die mit der 18 Löcher. Brauchst dich ja nicht zu beschweren. Ich sag ja immer zu dir, zieh deine Socken aus, wenn du die Fußnägel schneidest. Sag mal, was ich eigentlich schon immer mal wissen wollte, ne? Warum sind denn bei uns auf der Handtür, ne, lauter A, ne, und lauter G drauf gemalt? Das ist doch klar.
Das A ist für Angesicht und das G ist für Gesäß. Ach je, und ich habe immer gedacht, das heißt Arsch und Gesicht. Sind das jetzt meine Socken oder deine? Das sieht man doch, meiner. Ja, woran denn? Frauen haben kleinere Füße. Ja, damit man sie näher an den Herd schieben kann. Weißt denn du überhaupt, warum so ein Mann ein bisschen gescheiter sein muss wie ein Gaul? Nö. Damit er beim Autowaschen nicht aus dem Eimer säuft. Langsam gehöre auch ich zu den eizementierten Frauen. Eizementiert? Eizementiert? Emanzipiert ist es! Du sag einmal, glaubst du wirklich, dass das Teil schlank macht? Ich hab doch schon alles probiert. Das hilft doch alles nichts. Hab mich schon dreimal eingerieben. Eingerieben? Ja, mit was denn? Mit Feri Ultra. Mit Feri Ultra? Das kleine Wunder gegen Fett. Apropos Fett, wenn wir fahren nicht langsam fertig werden, kriegen wir auch noch Fett ab vom Opa, weil wir wieder so spät dran sind. Keine Angst, wir sind noch schon fertig. Schau hier, der Korb ist leer, die Wäsche, die hängt. Das Grobe und das Feine. Jetzt haben wir geschmatzt, der Opa, wat? Drum ziehen wir jetzt Leine.